Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Wo ist das noch einmal? Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten. Beim letzten Mal ging es ja um Maßnahmen. Und auch heute geht es wieder um Maßnahmen, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und um 1-Euro-Jobs. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gibt es inzwischen nicht mehr. Die wurden abgeschafft. Nochmal zur Erinnerung: Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Grundgesetz, Artikel 12. Und das Kapitel heißt Flöhe zählen Kaviar in den Korb. Dazu erstmal ein Zitat von Thilo Sarrazin aus dem Jahr 2010. Es kann nicht ungerecht sein, alle erwerbsfähigen Empfänger von Grundsicherung zu einer Gegenleistung zu verpflichten. Dabei kann zunächst dahingestellt bleiben, wie produktiv diese Gegenleistung ist und ob sie überhaupt produktiv ist. Im Jahr 2009 wurden laut Bild 10,1 Milliarden Euro für Umschulungen und Weiterbildungen ausgegeben. Wofür wurden diese Steuern gezahlt? Na, zum Beispiel hierfür. Ein Gabelstaplerfahrer wird zum Gabelstaplerfahrer umgeschult. Und zwar gleich dreimal. Auch Kosmetikerinnen müssen den Gabelstaplerschein machen. Ein Alkoholkranker wird zum Kraftfahrer ausgebildet. Die ehemalige Kaufhausdisponentin im Beschriften von Briefkuverts unterwiesen. Und alleinerziehende Mütter lernen im Raumpflegekurs endlich mal richtig zu putzen. Und das Bewerbungstraining? No, das ist doch genau das Richtige für den ehemaligen Leiter einer Personalabteilung. Das ist nicht erfunden, das ist alles hier belegt. Auch wochenlanges Zusammensetzen von Riesenpuzzles war schon Bestandteil einer Maßnahme. Und mit Ballspielen zur Entwicklung der Teamfähigkeit sollten erwerbslose Maurer fit für den Arbeitsmarkt werden. Wem dann noch immer der rechte Schwung fehlt, wird durch Sanktionen nachhaltig motiviert. Verweigerung wird sanktioniert. Rechtsmittel können eingelegt werden. Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Von der Klage bis zum Gerichtsurteil können Jahre vergehen. Die FABG GmbH zum Beispiel beschäftigte und schulte im Jahr 2009 insgesamt 717 sogenannte Arbeitslose. In jenem Jahr nahmen 35 Erwerbslose an dem Programm Paradigmenwechsel 50+ teil. Etwa die Hälfte davon waren Akademikerinnen und Akademiker. Die folgende Szene wurde gestaltet nach einem Artikel in der Frankfurter Rundschau. Die zwei Personen der Handlung sind Frau Peininger, wir kennen sie schon, der Prototyp einer argen Schulungsleiterin, Herr Dr. Pech, gezwungenermaßen teilnehmend an einer Maßnahme bei Schulungsleiterin Frau Peininger. Schulungsleiterin. So, und jetzt eine schöne Übung für die Fortgeschrittenen unter Ihnen. Herr Dr. Pech. Sie schaffen das bestimmt. Sie haben studiert. Sie gehören nicht zum Bodensatz. Fast schon überqualifiziert, der Herr Dr. Pech. Hier, gucken Sie mal. Herr Dr. Pech, was soll das sein? Na, was ist denn das? Was habe ich Ihnen denn da vorgelegt? Ein Bild. Ein Bild. Bild? Ja, meine Zeichnung. Ja, und was ist da drauf auf der Zeichnung? Ein Hund. Ja, und was ist da drauf geschrieben auf dem Hund? Flo.
Und wie oft ist das da drauf geschrieben? Ist also ziemlich oft. Na, dann zählen Sie jetzt mal die Flöhe, die da auf dem Hund drauf sind, Herr Dr. Pech. Und dann zählen Sie noch mal nach. Und wenn Sie sicher sind, dann schreiben Sie das auf. Und dann geben Sie das mir. Und dann werte ich das aus. Und dann sehen wir weiter. Doch ja, wirklich wahr. Auch Flöhe zählen wurde gefordert bzw. gefördert. Verweigerung wird sanktioniert. Rechtsmittel können eingelegt werden. Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Von der Klage bis zum Gerichtsurteil können Jahre vergehen. Aber es gab noch viele andere schöne Maßnahmen. Vom Umgang mit echtem, unechtem Geld und unechtem, unechtem Geld beim Real-Life-Training. Das Real-Life-Training war das größte und teuerste Kaufmannsladenspiel Deutschlands. Das Aktivierungscenter in Form einer Übungsfirma, so der offizielle Name, wurde organisiert vom TÜV Nord und bezahlt vom Team Arbeit Hamburg, Arbeitsagentur und Jobcenter. Millionenbeträge wurden bereitgestellt, und zwar aus den Taschen der Steuerpflichtigen, um Arbeitslosen die Gelegenheit zu geben, das Real Life, das wahre Leben, in einem eigens zu Trainingszwecken eingerichteten Supermarkt einzuüben. Echt waren in diesem Übungssupermarkt weder Geld noch Waren. Echt waren die Arbeitslosen, die hier beim 6- bis 9-monatigen Real-Life-Training das Ein- und Verkaufen, Pünktlichkeit, Freundlichkeit und anständiges Benehmen lernen und üben sollten. Echt waren auch 6 Sozialpädagogen und 5 Übungsleiter, möglicherweise ebenfalls erwerbslos, von denen die echten Erwerbslosen beim Einkaufen, Verkaufen, beim pünktlich und freundlich sein betreut wurden. Die Waren und alles umgesetzte Geld waren aus Glas, Papier und Plastik. Bezahlt wurde mit Spielgeld. Davon gab es echtes, unechtes und unechtes, unechtes Geld. Der Umgang damit war gedacht als Aufmerksamkeitstraining zur Abwehr eventueller Falschgeldkundschaft in der Warenwelt oder großgeschrieben und ohne H Warenwelt jenseits von Real Life. Wie man sich das Ganze vorzustellen hat? Etwa so, wie hier in Szene gesetzt nach einem Artikel im Spiegel. Hier die handelnden Personen. Unechte Kassiererin, eine arbeitslose Frau, sitzt an der Kasse. Auf ihrem Rücken klebt ein Schild mit der Aufschrift Real Life Training Kasse. Zweitens, echter Schulungsleiter. Der echte Schulungsleiter steht hinter der unechten Kassiererin. Sein Rückschild oder Rückenschild weist ihn aus als Real Life Training Schulungsleiter. Frau Peininger hat Urlaub. Und als drittes unechter Kunde. Ein arbeitsloser Mann, echter Arbeitsloser, als Kunde an der Kasse mit Rück- und Rückenschild Real Life Training Kunde. Er legt die Waren aufs Band. Unechte Kassiererin. Uso, Wein, Konserven, Cornflakes, Käse, Reis, Süßwaren, Hundefutter, Krabben, Konserven, Champagner, Mirabellen, Brand. Der Scanner erkennt das nicht. Schulungsleiter. F7. Drücken Sie F7. So, und jetzt nochmal den Artikel drüber ziehen. Nimmt er nicht. Handeingabe. Was ist denn das? Oh, Entschuldigung, ich habe mich vertippt. Wie arbeiten wir? Sorgfältig. Schnell und sorgfältig. Na, dann machen Sie das doch. Und jetzt? Nachdenken. Nochmal F7? Ja, F7. Aber was denn? Na also? Na? Ja, und jetzt? F2, wie oft denn noch? Was haben Sie denn eigentlich hier gelernt? Ja, was haben Sie denn überhaupt gelernt? Im wahren Leben. Ich habe studiert Kunstgeschichte. Ah, brotlose Künstlerin. Na, kein Wunder.
Ich hatte eine Stelle in Aussicht, aber ich konnte es nicht machen. Mein kleiner Sohn ist erst 3 und ich bin alleine mit ihm. Das macht, ja, weiter. 138,95. Unechter Kunde. Halt, oh, Moment, ich habe den Kaviar vergessen. Echter Schulungsleiterin, na, so geht's aber nicht, Herr Repschinski. Wo ist denn Ihr Einkaufszettel? Unechte Kunde hat schnell einen Plastikbehälter mit Plastikkaviar geholt und kommt atemlos zurück. Entschuldigung, ich bin's nimmer gewohnt, die Einkauferei. Hier hau ich an einem Tag so viel Geld raus, wie ich sonst nicht meinen ganzen Monat hab. Kaviar. Echter Schulungsleiter. Tja, auch einkaufen will gelernt sein. Und vor dem Einkaufen machen wir was? Einkaufszettel. Im ganzen Satz. Wir schreiben uns einen Einkaufszettel. Wir schreiben uns einen Einkaufszettel. Und stehen Sie mal ein bisschen gerade auf die krumme Tour, bekommen Sie hier nie einen Job bekommen Sie nie einen Job, egal wo. Schließlich wird das hier vom Steuerzahler finanziert, von der Aldi-Kassiererin. Die zahlt ihren Kurs hier. 800 Euro im Monat. Also, so. Und Sie, jetzt gehen Sie mal flott diesen Käse, diesen Kaviar ein, aber ein bisschen Flotti Carotti. Verweigerung wird sanktioniert. Rechtsmittel können eingelegt werden. Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Von der Klage bis zum Gerichtsurteil können Jahre vergehen. Wem sowas nützen soll? Erstens der Statistik. Maßnahmen schönen die Statistik, denn wer in einer steckt, zählt nicht als arbeitslos. Zweitens nützte oder nützt sowas Hunderten von neu entstandenen Bildungsträgern, die mit der Durchführung von Maßnahmen Millionen von Euro einstreichen konnten oder können. Pro Maßnahmenteilnehmer werden monatlich 700 bis 800 Euro fällig. Drittens, diese Arbeitslosen. Die geben ja schon auf, wenn sie 350 Bewerbungen geschrieben haben. Da fällt denen ja schon nichts mehr ein. Dafür fällt den deutschen Elite-Politikern umso mehr ein. Hier eine kleine Auswahl dessen, was Hartz-IV-Beziehende außerhalb des Real-Life-Trainings noch alles so machen mussten oder müssen. Die Häufchenstreife. Die Abgeordnete Claudia Hämmerling, Bündnis 90 Die Grünen, Schwerpunkt Tierschutz, machte 2010 den Vorschlag, Langzeitarbeitslose sollten säumige Hundebesitzer höflich dazu anhalten, die Hinterlassenschaften ihrer Pfiffis und Zamperl zu entsorgen. Naja, schon wäre die Lage in Deutschland nicht mehr ganz so beschissen. Zweitens. Die Radl-Leibwache. Auch in Brandenburg bekamen Arbeitslose eine neue Lebensaufgabe. Sie wurden als Fahrraddiebstahl-Verhinderungswachleute eingesetzt. Böse Buben festnehmen durften sie nicht, das darf nur die Polizei. Aber so Karin Weiß von Pro Beschäftigung und Integration: Allein die Präsenz schreckt ab. Na klar, wenn man die bloß sieht, diese Arbeitslosen. Sowas von abschreckend. Und so weiß Frau Weiß, die Teilnehmer kommen aus ihrem tristen Alltag raus und lernen Selbstsicherheit, Pünktlichkeit und Höflichkeit. Das ist durchaus qualifizierend. Qualifizierend? Durchaus. Insbesondere durchaus qualifizierend für die Bedienung, deren Schultern nach 30 Jahren Teller schleppen schlapp gemacht haben, für die langjährige Empfangsdame vom Hilton, für die Schauspielerin zwischen zwei Engagements oder für den 50-jährigen arbeitslosen Physiker. Aber Häufchenstreife und Radl-Leibwache waren keineswegs alternativlos. Es gab noch mehr. Der Rattenfänger aus dem Harz. Henner Schmidt, FDP, seit 2016 Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin und bis 2011 Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Naturschutz Berlin, schlug 2008 vor, Arbeitslose als Rattenfänger einzusetzen.
Vor allem Leute, die sonst auch Flaschen sammeln, könnten dann für jede tote Ratte einen Euro bekommen. Tolles Fitnesstraining. Und dazu noch ein prima Zusatzverdienst. Aber nicht vergessen, nur 100 Ratten bleiben anrechnungsfrei. Als Arbeitsanreiz. Schon das 101. Rattenkopfgeld wird vom Staat zurückgefordert. Anrechenbares Einkommen. Fazit: Tierschutz ist wichtig. Menschenschutz wäre auch nicht schlecht. Und Wintersport für Arbeitslose. Winter 2009-2010. Herzler, ab zum Schneeschippen! Diese Idee von Guido Westerwelle, FDP, damals Bundesminister des Auswärtigen im Kabinett Merkel II, fand viel Beifall. Nur, wer genau sollte da eigentlich schippen? Ein Großteil aller ALG-II-Beziehenden arbeitet bereits, oft sogar in Vollzeit. Andere wiederum können gar nicht arbeiten. Hunderttausende von Aufstockerinnen, Kranken, Erwerbsgeminderten, Kindern, Schwangeren und Alleinerziehenden, meist ja immer noch Mütter. Wer von denen hätte da wann schippen sollen? 8.5.2013. Nach Angaben von Stern TV hat die Bundesagentur für Arbeit in den vorangegangenen 10 Jahren rund 39 Milliarden Euro in solche Qualifizierungsmaßnahmen gesteckt. Zum Abschluss noch ein Zitat von Joachim Gauck, Bundespräsident 2010. Wir stellen uns nicht gern die Frage, ob Solidarität und Fürsorglichkeit nicht auch dazu beitragen, uns erschlaffen zu lassen. Und nun kommen wir gleich zu Arm und Reich vor acht. Heute geht's um das Thema: Morgen wird's noch härter. Laut Statistischem Bundesamt verfügen 13,2 Millionen Menschen in Deutschland über weniger als 1.074 Euro im Monat. Die Armut frisst sich mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft hinein und das wird durch den zweimaligen Corona-Lockdown verstärkt, betont der Armutsforscher Christoph Butterwegge, der als Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln lehrte. Ich würde sagen, die Armut frisst die Mitte der Gesellschaft. 570.000 Minderjährige stehen derzeit mit 192,2 Millionen Euro beim Bund in der Kreide. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Grund ist das von der Bundesregierung unter SPD und Grünen 2005 gegen Erwerbslose und Geringverdiener eingeführte Gängelungssystem Hartz IV. Versäumen betroffene Eltern im Regelungsdickicht der sogenannten Mitwirkungspflichten beispielsweise den Antritt einer neuen Arbeitsstelle oder eine Lohnerhöhung pünktlich beim Jobcenter zu melden, fängt die Schuldenuhr an zu ticken. Denn mit den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen ändert sich auch die Berechnungsgrundlage für Leistungen wie Arbeitslosengeld II oder Kindergeld. Für die zu hohen gezahlten Beiträge stehen aber nicht die Eltern gerade, sondern ihre Nachkommen als Schuldenträger kinderbezogener Leistungen. Mit Erreichen der Volljährigkeit macht die Bundesagentur für Arbeit die Forderungen dann über ihre regionalen Inkassobüros beim Nachwuchs geltend. Aufpassen und weitersagen. Laut Angaben der Regierung haben 477.000 sozialversicherungspflichtige Arbeiter ihren Job verloren. Für geringfügig Beschäftigte schlug die Corona-Krise im vergangenen Jahr mit einem Minus von 526.000 zu Buche. Rund 398.000 Menschen waren mit Minijob oder regulärer Tätigkeit im Gastgewerbe betroffen.
Mit etwa 128.000 entlassenen regulär Beschäftigten machte das verarbeitende Gewerbe einen weiteren großen Block aus, vor allem die Metall- und Elektroindustrie. Zeitweise im April 2020 waren fast 6 Millionen Menschen bundesweit in Kurzarbeit. 20% der Sozialversicherungspflichtigten. Zeitweise im April 2020 waren fast 6 Millionen Menschen bundesweit in Kurzarbeit. 20% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Januar 2021 wurde für 2,85 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld gezahlt. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit sagt, es sei eine wachsende Zahl an Langzeiterwerbslosen zu erwarten. Und die Jobcenter werden wieder sanktionswütiger. Nachdem die Bundesregierung im März 2020 die epidemische Notlage von nationaler Tragweite ausgerufen hatte, stoppte die Bundesagentur für Arbeit die Leistungskürzungen vorübergehend. Bereits im Juli 2020 setzten die Behörden die Sanktionspraxis fort. Die Anzahl der Kürzungen, die zeitweise pro Jahr die Marke von 1 Million geknackt hatten und pro Monat zwischen 70.000 und 90.000 schwankte, ist zwar massiv gesunken, steigt aber derzeit von Monat zu Monat stetig an. Im Oktober 2020 verzeichnete die BA bereits 12.837 neue Sanktionen gegen rund 11.500 Leistungsbezieher. Insgesamt bekamen fast 19.000 Menschen weniger Geld. Weniger heißt weniger als das Existenzminimum. Im Dezember 2020 kletterte die Zahl neu verhängter Sanktionen auf 19.619. Betroffen davon waren mehr als 17.500 Hartz-IV-Berechtigte. Insgesamt harrten im letzten Monat des Vorjahres bereits wieder über 37.000 Menschen mit weniger Geld aus, als ihnen der Staat mit dem als Existenzminimum deklarierten Hartz-IV-Budget eigentlich zubilligt. Darüber hinaus verweigerten die Jobcenter mehr als 16.000 Arbeitslosengeld I-Beziehern mit geringen Leistungsansprüchen die Aufstockung mit Hartz-IV für die Dauer einer Sperrzeit. Solche Sperrzeiten bis zu maximal 12 Wochen verhängen die Arbeitsagenturen, wenn sie neu arbeitslos Gemeldeten vorwerfen, selbst für die Kündigung ihres Arbeitsplatzes verantwortlich zu sein. Im Hartz-IV-Budget sind Corona-Mehrausgaben bis heute nicht eingepreist. Die Jobsuche ist zugleich schwieriger geworden. Wie eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt, sanktionieren die Jobcenter ungehorsame Leistungsberechtigte trotz Pandemie weiter. Zudem erstatteten sie, anders als suggeriert, keineswegs jedem die volle Miete. Laut einer neuen BA-Statistik führte dies allein im Dezember 2020 dazu, dass die Kommunen bundesweit 44,3 Millionen anfallender Mietkosten nicht übernahmen. 44,3 Millionen Euro anfallender Mietkosten nicht übernahmen. Im gesamten Jahr mussten demnach Hartz-IV-Berechtigte etwa 530 Millionen Euro aus eigener Tasche für ihre Unterkunft zahlen. Trotzdem noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.